den Unternehmen auf dem Personalberatertag 2012 ordentlich die Leviten gelesen. Thomas Sattelberger, seit jeher bekannt für deutliche Worte. Managerseminare Chefredakteurin Nicole Bussmann traf den Ex-Personalvorstand zum Interview. Das Ergebnis? Aufrüttelnde Aussagen zum Thema Diversity, Frauen und Machtverteilung. Diversity ist ein wichtiges Thema unserer Zeit, wenn nicht gar sogar das wichtigste Thema. Haben Sie das Gefühl, dass die Diskussion um Diversity im Personalmanagement richtig geführt wird? Ich glaube, die Diskussion im Personalmanagement wird wie bei so vielen Themen extrem oberflächlich reduziert auf das Thema Frauenquote, ja, nein. Dann gibt es noch ein paar, die sagen, naja, es geht aber auch um Alt und Jung, es geht um Deutsch und Nicht-Deutsch. Aber das Thema Diversity in seinem wirklichen Gehalt, nämlich die Frage, wie viel Vielfalt braucht ein soziales System, um lebensfähig zu sein? Was ist zu viel, was ist zu wenig? Und wie schafft man in geschlossenen Systemen, und viele Unternehmen sind ja geschlossene Systeme, wie schafft man da, dass man die Türen und Fenster aufmacht, um Vielfalt sozusagen reinströmen zu lassen und eine soziale Innovation zu machen? Die Diskussion findet ja gar nicht statt. Warum tun sich Ihrer Beobachtung nach Unternehmen so schwer, Diversity zuzulassen? Ja gut, es geht wie bei allen Themen um Geld, Macht und Liebe. Es geht um das Thema auch Machtverteilung. Es geht um alte Beziehungsgefüge. Es geht um Männer in Aufsichtsratsgremien, die sich über Jahrzehnte immer wieder selbst nominiert haben oder ihre Nachkömmlinge geistiger Art nominiert haben. Da geht es um eine Neuverteilung von Macht. Was muss sich denn genau in der Rekrutierung und auch in der Personalentwicklung ändern? Also ich glaube, zuerst mal muss sich in der Unternehmensleitung was verändern. Das Thema Vielfalt ist ein Schlüsselthema, nicht weil es moralisch ist, sondern weil es zukunftsfähig macht. Das heißt, es müssen klare Diversity-Ziele von einem Vorstand, von einer Geschäftsleitung formuliert werden. Sie wissen, dass ich ein erklärter Anhänger der freiwilligen Selbstverpflichtung, aber der Quotierung in Unternehmen bin. Ich habe übrigens vor kurzem meinen Ausbildungsverantwortlichen gesagt, ich möchte, dass in jedem unserer Ausbildungszentren sich der Anteil der Migranten in der Region auch widerspiegelt. Einfach, dass wir als Unternehmen uns verpflichten, das, was gesellschaftlich um uns herum ist, an Menschen, dass wir diese Vielfalt sozusagen auch in unserem System inkorporieren. So, klare Ziele von oben. Ich muss sagen, das Thema Diversity umzusetzen, das ist, weil es so in das Nervensystem geht, für mich fast eine militärisch disziplinierte Projektarbeit. Denn woher kommt es, dass wir die Zahl der Frauen in Führungspositionen bei Telekom in 20 Monaten von 19% auf über 25% erhöht haben? Da musste der gesamte Tannenbaum der Personalentwicklung quotiert werden. Da mussten komplett neue Zeitmodelle geschaffen werden. Da mussten neue Karrieremodelle geschaffen werden. Denn Frauen haben nicht die Frühsprinterkarrieren häufig. Oder sie entscheiden zum späteren Zeitpunkt oder sie kommen wieder zurück. Und es gibt eine zweite Lebensphase, wo Karriere anfängt. Das heißt, das gesamte Karriere-Förder- und Auswahlsystem. Und natürlich muss man klar sagen, dass viele unserer Auswahlverfahren an männlichen Normen sich orientieren. Und damit im Grunde Schmidt sucht Schmidtchen auch in den sogenannten wissenschaftlichen Auswahlverfahren sich wiederfindet. Da wir heute auf dem Personalberatertag sind, welche Anforderungen würden Sie denn an die Personalberater richten? Na, zuallererst im eigenen Haus mal sauber zu machen. Denn die Personalberater waren ja die Zuträger für die Großkonzerne, für die Monokultur. Sie haben ja bewusst nicht oder unbewusst nicht weibliche Talentquellen erschlossen. Vielleicht im vorauseilenden Gehorsam. Zum Zweiten ein Teil der Headhunter-Branche, und ich bin ja seit vielen Jahren auch Klient, ist zum Teil ja inzestuös vernetzt mit denen, die die Macht haben. Dass man auch diese Machtbeziehung, dieses Old Boys Network, kritisch reflektiert. Das zweite Thema ist, doch mit einem neuen Selbstbewusstsein
für Diversität beim Kundenunternehmen zu kämpfen. Und nicht zu sagen, weil das jetzt ein iranischer Ingenieur ist oder weil das eine muslimische Kommunikatorin ist oder nicht, weil das eine Frau ist, sozusagen gleich mal, wo man Angst hat, dass wieder ein Kinder kriegt. Übrigens ein Vorurteil, das man heute nicht mehr sagt, aber immer wieder lebt. Sagen wir mal, dass das hier von Seiten der Headhunter-Branche richtig gekämpft wird, dass in den Unternehmen die frische Luft der Vielfalt einzieht.